Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 Rise of the Republic und wir müssen unsere blöden Abtrünnigen verprügeln und ich würde sagen, das machen wir nächste Runde, weil ich warte noch, bis der zweite Turm fertig ist. Warum? Also nee, das mache ich jetzt. Das mache ich jetzt. Ich meine, so viel haben die nicht. Also, ziemlich ordentlich hier. Die Garnisonsflotte wird die ist zu weit weg. Also, die wird erst später zu uns stoßen, wenn wir schon über die Mauern sind. Und also rein theoretisch könnte er auch noch einen Ausfall machen, aber er wird er nicht machen, weil es ein Computerspieler ist, nicht? Genau. So, trocken, keine Nachteile. Mich nervt es immer noch, dass ich nur eine Leiter habe. Das ist echt ein bisschen gammlitsch. Welche Seite ist besser? Und die da ist auf jeden Fall besser, weil hier sind nur drei Türme und da hinten sind hier drei Türme und der da wird safe auch anfangen zu ballern. Warte, der kommt hier hin, der kommt dahin. Der wird ja von beiden Türmen beschossen und der wird von den beiden beschossen. Also ja. Gut, also hier die Truppe, hier die Truppe, Bogenschützen und die tollen Kavalleristen. Ah, ich hab... So. Genau, die landen jetzt da und gehen in die Stadt rein. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Ja, da kommen noch welche. Aber ja, bis dahin haben wir das Tor eingenommen und hoffentlich den Turm eingenommen. Also, ja. Und, den General holen wir mal hierzu. Der General ist auch schon ziemlich krass, ne? Bonus auf Kampf. Ja. Schön, schön. Aber nicht, dass die dann hier hochspringen und dann da runterfallen, ne? Das wäre ein bisschen doof. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Naja, so versteckt sind die gar nicht, ne? Ja, die konnten schon schießen, Entschuldigung. Ah, die haben umgeparkt. Sehr schön. So. Und die jetzt stopp. Zenturier. Du kommst da jetzt auch hoch.
Aber was macht ihr da? Die haben volle Kanne auf meine Leute da geschossen. So, warte. Ihr geht mal hier hin. Und dann geht mal jetzt auch da hoch. So, jetzt dürft ihr wieder Feuer frei machen. Nein, dürft ihr nicht, weil ihr irgendwo hinschießt. Geht mal jetzt nach da. Nein, ihr geht nach da. Oder geht da runter, ist gut. Da wirst du halt sterben. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, warte mal, mein General kommt jetzt auch. Ah, cool, dass die Bogenschützen da rumkommen. Finde ich gut. Zurück. Ja, cool, du kannst ja hier jetzt runter. Die sind irgendwie stecken geblieben da. Schade. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Na komm. Wir haben einen Turm eingenommen. Also. So, jetzt bitte alle hochkommen. Die Bogenschützen auch. Und die Kavallerie wartet, bis die Tore offen sind. Der fährt ja immer noch. Krass. Ja, genau. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Also, wenn der jetzt noch gekommen wäre, dann. Also, es wäre so oder so nicht schwer gewesen. Ich hätte die Triari dann. Also, beziehungsweise die beiden. Dann hierhin aufgestellt. Und die so lange aufgehalten, bis eben. Ja, meine Leute hier sind. Ich weiß jetzt nur nicht, wo mein Dude ist. Schwan. Wo die anderen sind. Also hier sind ein paar. Wir haben die Tore eingenommen. Mal rein. Hm.
Hä? Achso, die Türme haben da irgendwas geschossen, ja. So, jetzt muss ich. Jetzt scoute ich mal kurz mit der Kavallerie. Weil das kann ja nicht sein, dass er hier überall stecken bleibt oder stecken geblieben ist. Oh, ja, kann schon sein. Weil. Okay, das finde ich blöd, dass man hier wirklich außen landen muss und nicht hier landen kann. Beziehungsweise Ah, jetzt bewegt er sich. Gegen Invasionen ist es doch ziemlich cool. Aber wenn man selbst hier eben anlandet und seine Einheiten schützen muss, ist das schon ein bisschen kacke. Versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Ja, so versteckt waren die gar nicht. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Ach, da ist ja immer noch einer. Hm. Sie haben einen Siegpunkt verloren. Die sind ziemlich krass jetzt gebufft. So. Ja, das Blöde ist, die kommen jetzt nicht mehr hier rein, weil die Türme hier zu mir gehören. Entschuldigung. Und dann nehme ich noch die Türme ein. Oh, der ist ziemlich am Bobbes. Warte. Muss ich durchbrechen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Das war nicht geplant. So. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Wer
Unser General wird angegriffen. Ja, ich musste nur noch nur mal kurz schreien und dann hat sich das. Gut, hat sich. Ja, der war ziemlich krass. Okay. Ja, der kann ja auch nichts machen da draußen. Nö, und jetzt? Ach so. Da muss ich ja wahrscheinlich nochmal raus und den dann. Unser Feind hat einen Siegpunkt verloren. Jagen. Na gut. Dann machen wir das mal schnell. Grüß Gott. Hier stimmt mein General. Oh, doch nicht. Gut, also, ja. Es war ein bisschen problematisch, dass der im Tor stecken geblieben ist, aber ja, geholfen hätte es ihnen sicher nicht. Ah, krass, meine ganzen Fernkämpfer sind jetzt die höchste Stufe. Das ist ja schon richtig heftig. Ja, super. So, der hat hier auch nichts geändert. Das ist gut. So, dann gehen wir jetzt mal Richtung Süden. Ah, genau, hier sind ja die ganzen Agenten, die meine ganzen Einheiten töten. Eieiei. Ach, die kapitulieren erst in 15 Runden. Ja, bis dahin ist meine komplette Armee weg. Oh Gott. Ja, okay, dann. Soll ich das machen? Ja, vielleicht ist es dieses Mal ein bisschen spannender. Oh oh. Wenn ich mich hier aufstelle und meine Verbündeten kommen von da, das ist ja halt wunderbar. Hier hat er zwei Türme, hier hat er auch zwei Türme. Also beziehungsweise hier drei und hier vier. Also mit dem Tor jetzt. Trocken starten. Genau. Der hat das jetzt so gemacht, dass meine Armee von, also die Verstärkungsarmee natürlich von da kommt. Ja. Glaubst du, ich bin dumm oder was? So. Die kommen hier. Ja, okay, hier. Ja, genau. Hier sind vier Türme. Natürlich kommt er von hier. Ist ja klar. Natürlich. Und, ja. Ich warte aber mal, bis meine Armee kommt. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Ja, das sind meine. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Cool, ohne dass ich was gemacht habe. So, das da sind die Kavalleristen. Die sind hier. Die mache ich mal auf 5. Die interessieren gerade nicht. Wohin? Nein, halt. Stopp. Wohin geht ihr? Niemand hat das zu euch gesagt. So.
Also ich kann jetzt mal wieder normal machen. Adriari, komm mal hier hin. Und die restlichen kommen hier hin. So. Alter. Weil wir haben immer noch 104 Moral. Also 10 runter, aber das ist ja in Ordnung. So, die kommen dahin. Die gehen gleich dahin. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Feuerschaden ist 60%, also nicht ganz so schlecht. Nicht schlecht. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Oh, Hallöchen. Der geht jetzt auch da hoch und der geht auch da hoch. Wieso geht der da hin? Ja, egal. Weil der dumm ist. Ja. Die Kavallerie kann sich ja darum kümmern. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Unser General wird angegriffen. So. Na, den Turm habe ich schon, das ist gut. Jetzt muss ich halt langsam schauen, dass ich da hochkomme. Was ist der immer noch da ist, ne? Er wird halt einfach nur zerdrückt, aber trotzdem geht's ihm gut. So.
Ernsthaft? Ausgeglichener Kampf. Willst du mich... Warte mal. Ausgeglichener Kampf. Zeig mir mal den ausgeklingenden Kampf hier. Gut, hier sieht es ganz gut aus. Die Schnapperadatsch da auch hin. Ist er jetzt endlich tot? Ja. Finali. Jetzt muss ich ja schauen, dass ich langsam da runterkomme hier. Und den einen Kessel und dann Richtung ja, Siegpunkte. So, die sind jetzt fertig und jetzt können sie da reingehen, in den Rücken. Ah, warte. Ich kann ja einen zurücklassen. Super. Dann können wir jetzt auch den offiziellen Weg nehmen. Warte. Super. Habe ich jetzt eine... Habe ich nicht. So. Hier geht jetzt auch mal darunter. Ich brauche ich da oben nicht mehr. Gut, und irgendwo hackt noch der General. So. Und dann mit der Kavallerie gehe ich dann auch mal langsam da rein. Sieht schon nicht schlecht aus. Zap, 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 zap. Ja, warte, warte, warte. Hier kommt jetzt auch noch her. Und schnappt euch mal diesen Siegpunkt. Und die Kavallerie reitet mal hier hin. Ah, die ballert die ganze Zeit. Habe ich gar nicht gecheckt. Ah, da ist er ja. Da ist er ja. Der kleine General.
Ich könnte ja auch aufgeben, aber nee. Hui. Ja, bleib mal da. Seid daneben. Ihr habt nicht getroffen mit euren Charge. Wo chargen die denn hin? Ah, gegen den. Ah. Jetzt. Gut. 3,5 und 1,6. Ah. Es war jetzt ein bisschen eindeutig, würde ich sagen. Naja. Aber ich brauche da unbedingt jetzt Agenten, die diese blöden anderen Agenten hier vernichtet. Weil die nerven. Die nerven so ultra. Was? Ich habe kein Geld mehr. Die ist ja heftig. Das kostet 14.000. Ei. Hast du irgendwie Schutz vor Agenten? Du kannst Kinder bekommen. Ja, wir kommen mal Kinder. Geheimaktion. Ja, ich kann keine Agenten mehr machen. Die ist jetzt so weit gegangen, wie es geht. Ah, die kann noch hierher. Super. Der kann noch aktiviert werden. Der baut bzw. rekrutiert. Ach, sieh mal einer an. Was machst du eigentlich da? Ich brauche dich eigentlich nicht mehr, ne? Ich bin so ein Idiot. Ich wollte die eigentlich auflösen. Und jetzt habe ich die ausgebildet. Ah. Idiot, Tobi. Idiot, Idiot. So, aber jetzt habe ich wieder Money. Wieso kann ich die nicht... 9.000. Achso, 3.000. Ja, okay. Scusi, mein Fehler. Ah, aber wir haben schon wieder überzogen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bye.